Das ist ein Haifisch, der kommt aus Salzburg, aus dem Zwischengang von der Getreidegasse beim Schatzhaus. Und ich bin dabei, ihn gerade zu reinigen. Ich habe vorher ihn grob abgesaugt mit diesem Ziegenhaarpinsel und einem Staubsauger, der dort drüben steht, und die groben Verschmutzungen entfernt. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit einer Alkoholmischung den Vogelkot zu entfernen. Die weißen Flecken auf ihm, das ist Vogelkot, oder Taubendreck sozusagen, den mal ausgesetzt war, und die anderen Verschmutzungen sind die normalen Verschmutzungen, die in jedem Hausgang anfallen und auch da bleiben. Ich würde mal schätzen, also ein paar 50 Jahre wird er schon drauf gehabt haben. Am Anfang war es halt zu gucken, wie stabil ist die Oberfläche, zu schauen, wie überhaupt dieses Präparat präpariert wurde, weil der Originalfisch ist noch unten, also der komplette Fisch ist unten drunter noch und ist bloß diese dunklen Farbfassung, was man da sieht, die ist Gott sei Dank sehr stabil. Und dann mit Wattestäbchen und der Lösung wird halt minutiös versucht, die Verschmutzung abzunehmen. Im Nachhinein wird dann noch die Farbfassung gefestigt. Wenn die Schmutzschicht entfernt ist, sieht man erstmal, wie viele Schollenbildung die Farbfassung hat, und nachdem richtet sich dann der Aufwand. Aber ich nehme mal an, dass es auch noch mal so 2-3 Tage, so lange wie die Reinigung gedauert hat, auch noch mal dauert, diese Festigung der Farbfassung vorzunehmen. Es ist ein Nylonnetz, also historisch altes. Es muss irgendwann mal erneuert worden sein. Also sehr eingestaubt. Der Staub liegt Gott sei Dank sehr locker drauf. Den konnte man gut mit dem Staubsauger entfernen. Und wir werden es absaugen und reinigen nochmal und dann schauen, wie die Abmaßungen sind, um es dann wieder mit neuer Aufhängung an der Walrippe und am Fisch selber zu befestigen, beziehungsweise dass er wieder den alten Charme bekommt.